Ich begrüße Sie herzlich zu meiner Präsentation Entwicklungen in Entwicklung der Technologien im Bobsport. Wir werden gemeinsam eine kurze Bobfahrt machen auf der Bobbahn von Whistler, beginnen am Start. Dann werde ich etwas erzählen über Videoanalysen, dann über neue Technologien im Bobsport, gefolgt von einem kurzen Ausblick, was die Zukunft noch bringen könnte, und dann wären wir bereits im Ziel. Ich sehe, Sie haben alle bereits Platz genommen und haben daher den Sprung in den Bob geschafft. Darum werde ich gleich weiterfahren mit den Videoanalysen. Videoanalysen werden seit vielen Jahren im Bobsport verwendet und sie haben sich in den letzten Jahren vor allem bei den Aufnahmegeräten wie auch bei den Wiedergabegeräten etwas entwickelt. Zu Beginn meiner Karriere haben wir Videoaufnahmen mit analogen Videokameras gemacht und die Bilder am Abend im Hotelzimmer auf dem schönen kleinen Röhrenbildschirm haben wir da betrachtet. Dann etwas später sind digitale Videokameras hinzugekommen. Die Bilder haben wir immer noch am Abend im Hotel betrachtet, zum Teil auf einem etwas größeren Flatscreen oder sogar auf einem Beamer. Dann seit etwa 2014 werden auch oft Tablets eingesetzt und Smartphones. Sie bieten den großen Vorteil, dass die Aufnahme und die Wiedergabe mit demselben Gerät passiert und mit entsprechender Software können da auch Winkel oder Positionen oder Fahrlinien, ideale Fahrlinien, direkt in die Videodaten hineingeschrieben werden. Der große Vorteil ist hier, dass zum Beispiel nach einem Start oder nach einem Lauf die Videos analysiert werden können und bereits beim nächsten Versuch können Korrekturen angebracht werden. Nun zu neuen Technologien, was in den letzten Jahren geschehen ist. Seit 3 Jahren ist Omega in der Entwicklung einer neuen Messbox, die entweder auf dem Bob, wie wir es hier sehen, oder wir werden später noch ein Video sehen, wie sie im Bob montiert werden, die Live-Daten während der Fahrt sendet. Mittels verschiedenen Sensoren ist die momentane Geschwindigkeit des Bobs, die Gehkräfte, welche auf den Sportler wirken, die aktuelle Beschleunigung oder die Auslenkung des Bobs messbar. Diese Daten bringen verschiedene Vorteile. Einerseits für uns Sportler, der Bobstart kann besser analysiert werden. Wenn wir hier eine Verlaufskurve der Geschwindigkeit am Start sehen, sehen wir hier diesen Knick. Das ist der Zeitpunkt, wo die Mannschaft in den Bob springt. Wenn dieser Knick jetzt hier relativ groß ist, kann das 2 Folgen haben. Entweder ist die Mannschaft zu weit gelaufen beim Start oder es haben sich Athleten in den Bob reingezogen, anstatt dass sie reingesprungen sind. Das Ziel ist eigentlich, dass dieser Knick relativ klein ist, weil die Abgangsgeschwindigkeit beim Start ist sehr wichtig für die Weiterentwicklung der Zeit, vor allem im oberen Bahnteil. Dann auch die Beschleunigungsdaten hier können analysiert werden und vor allem zur Eruierung der idealen Laufdistanz gebraucht werden. Dann für den Piloten gibt es Laufanalysen, die auch mit diesen Daten gemacht werden können. Man kann hier 2 Datensätze übereinander legen, entweder von 2 Piloten, also 2 unterschiedliche, Konkurrenten oder von der gleichen Nation, wie auch immer, oder vom gleichen Piloten mit dem gleichen Bob, aber einem unterschiedlichen Materialsetup, also zum Beispiel 2 verschiedene Kufen oder 2 verschiedene Federeinstellungen des Bobs. Wenn man dann nicht die Daten von der ganzen Fahrt analysiert, sondern nur von 1 bis 3 Kurven und dann Eingangs- und Ausgangsgeschwindigkeiten von Kurven miteinander vergleicht, können hier Schlüsse gezogen werden über die ideale Linie oder auch über die ideale Materialabstimmung. Dann schlussendlich bietet es auch für den Zuschauer Vorteile. Wir sehen jetzt hier, die Messbox ist hier im Bob, das ist die Antenne. Die wird jetzt während der Fahrt Live-Daten senden. Das sind Fernsehaufnahmen von der letzten Weltmeisterschaft
Das ist ein Monobob, das ist ein Bob, der vor allem für junge Athleten produziert wurde und eingesetzt wird. Und hier sehen wir jetzt die Live-Daten, die direkt ins Fernsehbild eingeblendet werden. Die Geschwindigkeit, die jetzt immer höher wird. Und ab gewissen Kurven kommt dann die Auslenkung hinzu. Hier der weiße Punkt und die G-Kräfte. Im unteren Bahnteil, wenn der Bob etwas schneller ist und etwas mehr Gewicht hat wie ein Vierer-Bob, erreichen wir hier zum Teil G-Kräfte, die bis zu 5 oder über 5 G betragen. Gut, jetzt noch ein kurzer Ausblick, was die Zukunft bringen könnte. Es besteht bereits ein Bob-Simulator, der von der ETH in Zürich entwickelt wurde. Der wird momentan hauptsächlich für junge Piloten eingesetzt, die noch nicht so viel Erfahrung auf der Bobbahn haben. Es ist für sie sehr gut geeignet, um neue Bobbahnen kennenzulernen oder auch besser zu visualisieren. Für Spitzenpiloten würde hier jetzt eine Weiterentwicklung wäre sinnvoll, und zwar müsste man die Simulation des Kurvendrucks einbauen, weil der Kurvendruck ist für die Piloten ein sehr wichtiger Hinweis. Er überträgt sich über die Lenkseile an die Finger der Piloten und gibt ihnen somit Rückmeldung, wann die idealen Lenkzeitpunkte sind. Hier steckt ein großes Potenzial, denn die Piloten haben im Sommer eigentlich keine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu trainieren, und das würde sicher wäre sicher ein Vorteil, dann wenn sie auch im Sommer trainieren könnten. Bis jetzt machen sie es in Form von Visualisierung, was aber eher im Mentaltraining anzusiedeln ist. Dann ein anderer Punkt wäre das Anbringen von Drucksensoren am Anschubbügel, irgendwie hier oder in einem Handschuh. Und somit könnte der aktuelle Druck, der ein Anschieber auf den Bob bringt, gemessen werden. Und es ist denkbar, dass er ein akustisches Signal bekommt, wenn der Druck zum Beispiel nachlässt, weil es gibt ein Problem, wenn der Bob startet, der ist zuerst flach und dann wird er steiler. Und viele Athleten haben in dem Übergang ein Problem, dass sie den Druck verlieren am Bügel. Und wenn man das so messen könnte und dem Athleten ein direktes Feedback geben könnte, wäre das sicher sehr hilfreich. Gut, ich bin bereits im Ziel der Fahrt. Sie hat etwas länger gedauert als die Originalfahrt in Whistler, die etwas unter einer Minute liegt. Aber ich bedanke mich trotzdem herzlich fürs Zuhören.